Liebe in Zeiten des Waschvollautomaten. Sie saß aufrecht auf dem Jugendstilstuhl mit steiler Rückenlehne. Ihre Angora-Wollmütze hatte die alte, ja uralte Dame aufbehalten. Darunter weiße Haare und ein Runzelgesicht, das hinter einem riesigen Hornbrillengestell fast verschwand. »Aber natürlich erinnere ich mich, Wilhelm«, krächzte sie. »Wie könnte ich diesen Sonntag vergessen, als du mich in dieses Café ausgeführt hast? So schüchtern warst du. Aber dann...« Die alte Frau kicherte und strich mit ihren knochigen Fingern die Stoffserviette vor sich auf dem Tisch glatt. »Willi, was möchtest du?« »Ach, nur ein Wasser.« Sie wandte sich zum Kellner, der formvollendet die Bestellung entgegennahm. »Sehr wohl. Einmal der Eisbecher heiße Liebe und ein Glas stilles Wasser.« Der Begleiter der Frau war von einer Spiegelsäule verdeckt. Die beiden saßen in der Intimecke. Dieses Café atmete Nostalgie mit seiner antiken Einrichtung. Von früher übrig geblieben wie dieses Paar. Von außen wirkte das Gebäude abrissreif, doch drinnen war alles restauriert. Von der hohen Decke hingen Kronleuchter, an den Wänden Drucke von Gustav Klimt, an einem Holzpfeiler Zeitungen in Klemmvorrichtungen. Die einfallende Sonne überzog die holzverkleideten Innenräume mit warmem Licht. Die alte Dame tauchte ihren langen Eislöffel in die mit warmer Himbeersoße übergossene Sahne, bohrte tiefer durch die Vanilleeisschicht, drang schließlich zur Schokokugel vor. »Ich weiß, du hast immer hart gearbeitet. Gereicht hat es nie. Weißt du noch, was du sagtest, als du noch kurz vor Kriegsende eingezogen wurdest?« Die Dame beugte sich nach vorne. »Genau. Du hast mir ins Ohr geflüstert. Martha, ich werde aus dem Krieg stärker herauskommen, als ich hineingegangen bin. Ein Haus wolltest du bauen und unten ein Geschäft aufmachen. Für Haushaltsgeräte.« Das Himbeersahne-Eisgemisch tropfte vom Löffel auf das gestärkte Tischtuch. »Aber dann kamst du halb erfroren wieder nach Hause. Hast wochenlang kaum geredet. Und ich habe geschaut, woher ich Kohle zum Heizen, etwas Brot.« Als würde sie diese Erinnerung erschöpfen, ließ sich die Frau an die Rückenlehne zurückfallen. »Ja, Willi, ist schon gut. Irgendwie hab ich dich ja wieder auf die Beine gekriegt.« »Haben Sie noch einen Wunsch?« Der Ober war diskret an den Tisch des Paares getreten und betrachtete missbilligend den Fleck auf der Tischdecke. Die Frau schüttelte den Kopf und umklammerte den Becher. Ihr Gesicht wandte sich wieder dem Begleiter zu. »Wie froh wir waren, dass du wenigstens den Job als Staubsaugervertreter bekommen hast. Aber ich habe mich unendlich einsam gefühlt, wenn du tagelang mit deinem kleinen Wagen durch die Lande gefahren bist.« Sie beugte sich wieder vor, als müsse sie genau hinhören, um zu verstehen, was ihr Mann antwortete. »Nein, nein, keine Vorwürfe. Ich hab dich ja geliebt. Aber weißt du, Wilhelm, was ich mich damals gefragt habe? Wenn in dieser Wirtschaftswunderzeit alle Haushaltsgeräte kaufen, warum bleibt so wenig bei uns übrig? Höchstens 10 Mark am Ende des Monats. Ich habe als brave Ehefrau natürlich aus dem Mangel das Beste gemacht. Aber irgendwann fühlte ich, dass da etwas nicht stimmt.« Hinter der Spiegelsäule polterte es. Der Kellner eilte herbei. Ob jemand zu Schaden gekommen sei? Nein? Dann trug der Ober den gerahmten Kuss von Klimt weg, der ursprünglich das Liebespaar hieß. »Mitte der 50er Jahre, als ich mich zu wundern begann. Hm? Ja, da sind wir in eine hellere Wohnung gezogen. Ja, klar habe ich mich gefreut. Und natürlich war es großzügig von dir, mir 1956, genau, 56, den Waschvollautomaten zum Geburtstag zu schenken. Aber die alte Frau schien unterbrochen worden zu sein.
Mit zittrigen Händen schob sie den Eisbecher mit der inzwischen gräulich aussehenden Masse auf den Fleck und schrie spitz auf. Nein, Wilhelm, jetzt hörst du mir zu. Wohnung, Waschmaschine und Blumen, Schluss damit. Jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Ich will sie von dir hören. Ach, du weißt gar nicht, was ich meine. Wenn du mich je geliebt hast, hörst du jetzt auf zu lügen. Raus mit der Sprache. Die uralte Dame wartete. Dann ergriff sie die verschlissene Lederhandtasche, die auf ihrem Schoß geruht hatte, und zog einen schmulligen Umschlag heraus. Na gut. Du willst nicht reden, dann rede ich. Du hattest damals einen großen Bedarf an frischen Hemden. Klar, ein Vertreter muss immer picobello vor seine Kundinnen treten. Wie praktisch, dass ich deine Sachen nun dank des Vollautomaten wie am Fließband waschen konnte. Selbstverständlich nicht ohne vorher die Taschen zu entleeren, damit das wertvolle Gerät nicht wegen vergessener Bonbons kaputt ging. Ach, Wilhelm, du warst sogar zu bequem zum Verbergen. Als ich die Restaurantrechnung für zwei Personen in der Oberhemdtasche entdeckte, dachte ich noch an Geschäftsessen. Schließlich wolltest du deine Staubsauger auch an Händler verkaufen. Wie gerne wäre ich auch mal wieder ausgeführt worden, aber ich hockte Tag ein, Tag aus in einer Wohnung mit Waschvollautomaten und Fenster zum Hinterhof. Ja, nicht mehr der dritte Hinterhof, aufgestiegen zum ersten. Was? Du hast mich auch geliebt. Lächerlich. Letzte Chance. Willst du weiter erzählen? Der Ober erschien wieder am Tisch. Ob er den Eisbecher nun abräumen dürfe? Die runzlige Dame lehnte entschieden ab. Aber wir wollen in 20 Minuten schließen, erwiderte er ärgerlich. Die Frau funkelte durch ihre Hornbrille. Dann sind wir fertig. Nun, Willi, nach den Restaurantrechnungen fand ich andere Quittungen in deinen Sachen. Die runzlige Frau holte ein löchriges Papier aus dem Umschlag und hielt es ihm entgegen. Der Klassiker, Parfüm, nur eben nicht für mich. Aber selbst dazu habe ich nichts gesagt. Und wo hätte ich nach einer Trennung auch hingehen sollen? Außerdem habe ich dich doch immer noch geliebt. Aber dann kam das Schlimmste. Sie holte noch ein Schriftstück aus dem Umschlag. Ende der 50er Jahre fand ich diese Rechnung für eine elektrische Eisenbahn. Eine elektrische Eisenbahn. Über 100 Mark. Ein Vermögen. Hatten wir etwa einen Sohn, der mit dieser Eisenbahn spielen würde? Nein, wir beide nicht. Aber du hattest am anderen Ende der Republik ein Doppelleben. Jetzt sagst du nichts mehr, was? Dann schüttete die Frau den Rest der heißen Liebe in Richtung ihres Mannes. Ein etwa 60-Jähriger kam herein. Er schob einen leeren Rollstuhl zum Tisch, an dem die Alte saß. Alles gut, Martha. Wir fahren nach Hause. Er hob die Greisin in den Rollstuhl. Zum Kellner gewandt, sagte er, das Ritual der Ex-Frau meines Vaters zu seinem Todestag. Liebe und Hass enden nicht an der Grenze des Lebens. Ich komme natürlich wieder für die Reinigung auf. Einer muss sich ja um die Arme kümmern. Und da meine eigene Mutter schon tot ist. Der Mann nahm die Rechnung vom Tisch und verstaute sie wieder in der verschlissenen Damenhandtasche. Liebe in Zeiten des Waschvollautomaten. Ein Text von Claudia Falk, gesprochen von der Autorin, Berlin 2018. Sie saß aufrecht auf dem Jugendstilstuhl mit steiler Rückenlehne. Sie saß aufrecht auf dem Jugendstilstuhl mit steiler Rückenlehne. Stoffserviette vor sich auf dem Tisch. Aus.